Jetzt geht's los. Freust du dich? Es wird Zeit, ja. Ich hätte zwar schon vor 6 Stunden aufbrechen können, aber ja. Das wäre aber dumm gewesen, weil dann wäre es dunkel. Dann wärst du jetzt oben. Richtig. Aber die Nacht ist auch nicht schlecht, hast du gesagt. Ja, wunderschön. Es ist wunderschön. Wir sehen uns gleich um. Das machen wir so. Ich darf jetzt alleine aufstehen. Es ist 2:15. Ich hole die anderen aus dem Team wieder ein. Wichtig ist, dass jeder sein eigenes Tempo gehen kann, sonst verliert man zu viel Energie. Spannend ist, alleine aufzustehen ist schwieriger als in der Gruppe aufzustehen. Deswegen muss ich mir jetzt langsam aufraffen, aber gleich geht's los und dann mit gutem Mut auf den hell erleuchteten Kilimandscharo hoch. Man sieht jetzt wirklich nicht viel, aber links geht die Lichterkette hoch zum Gilman's Point, das ist da oben. Und ich versuche die jetzt zu erreichen, mir wird auch schnell kalt. Allein wenn ich die Kamera raushole, wird es unangenehm. So, wenn man jetzt was sehen könnte. Ich habe den Gilman's Point erreicht, ich bin der Erste heute hier, 4:32 Uhr, arschkalt. Aber war ganz cool, jetzt muss es in die Richtung gehen. Ich ziehe erstmal unter und dann... guck mal, dass ich mich ein bisschen aufwärme, Socken wechsle und so weiter. Gleich beginnt der schönste Teil einer Höhenbergsteigerei, Bergwanderung. Die Sonne geht auf, wird's warm, man sieht alles, genießt einfach nur noch. Und hier sind es noch gute 150 Höhenmeter. Der Weg ist einfach. Wir müssen nur langsam vorwärts gehen. Die Alfen Benny sind topfit dabei. Gleich sind wir da. Schaffen's. Tjalf. Oh sorry, wie fühlst du dich? Ich. Eigentlich fast am Ziel, ja. Also ich ziehe Sauerstoff und die Höhe ist trotzdem okay. Aber ich merke schon, dass man noch am Limit ist. Ne? Man ist am Limit. Einmal vertreten und hingelegt. Oh. Aber wir werden gleich mal eine schöne Pause machen. Ja. Und dann schaffen wir es. Granny, wie geht's dir? Gleich haben wir es. Ja, dann haben wir es geschafft. Ein paar Tränen sind geflossen. Es war wieder sehr emotional. Man fühlt sich, wenn man so angestrengt unterwegs ist, doch sehr verbunden einfach mit der Welt. Man kann es einfach nicht halten. Ich muss jetzt auch aufhören. Meine Hände fallen ab. Es ist so arschkalt. Wir hören uns weiter unten, wenn es warm ist. Was eine Tour. Was eine Tour. Was für eine Tour. Wahnsinn. Unglaublich. Also, dass ich hier oben stehe.